Hey Kathi, sei froh, dass du in Amerika bist. Heute geht die Schule wieder los. Allerdings ist das kein Grund aufzustehen. Meine Mutter, die jetzt hauptberuflich Nervensäge ist, sieht das allerdings anders. Mädchen! Doris! Sie haben verschlafen. Lena hat die Sicherung rausgedreht. Sie hätte mir denken können, erster Schultag. Ja, Mama. Lena, bitte, es ist fast 8. Mama, lass mich schlafen, sonst bleibe ich für immer klein. Ja, wohl aufstehen, anziehen, duschen, Schule. Zu Allah beten. Ja, Allah unterschreibt nicht deine Zeugnisse. Och, ja, Mama. Bitte, bitte, mach wenigstens am ersten Tag einen guten Eindruck. Mama, was tust du denn? Glaub mir, du wirst deine neue Schule lieben. Ich hatte eine Schule und auf der hatte ich auch Freunde, nur sie ist leider nicht mehr in Reichweite. Und wieso? Weil du die Familiennummer abziehst. Was findest du nur an diesem Typen? Wie war das? Wenn sie mich beschimpft, dann mag sie mich? Ja. Das ist nicht passiert. Ich kenne da überhaupt niemanden. Außerdem bin ich klug. Ich brauche nicht zur Schule. Ich kann mich selbst unterrichten. Weißt du, wie ich mir die Schule immer vorgestellt habe? Wie ein Adventskalender. Und jeder Tag, an dem ich was gelernt habe, war ein neues Türchen. Und das Abitur war der heilige Abend. Das, Lena, ist das Geheimnis von Bildung. Siehst du, und ich bin Therapeutin. Ich habe es geschafft. Willst du es nicht auch schaffen? Also wenn du mit ich hab's geschafft meinst, 2 Kinder, 3 Trennungen und eine wilde Ehe mit einem Ausländer meinst, nein, danke. Du hast Cem und Yamo, die zeigen dir die neue Schule. Stimmt's? Ich glaube nicht, dass Lena sich mit meinen Freundinnen verstehen wird. Nimm's nicht persönlich, aber du bist und bleibst eine Christin. Okay. Okay, es reicht. Ich gehe wieder ins Bett. Weck mich, wenn ich volljährig bin. Vermutlich hast du recht, es ist besser, du gehst nicht in die Schule. Du bist dermaßen muffig und sozial kompliziert. Du kriegst garantiert keine Freunde. 22. Ich kann 100 Freunde finden. 1000 Freunde, Millionen, Völker von Freunden. Jetzt entschuldige mich bitte, ich muss zur Schule. Schade, dass sie nicht immer so durchschaubar bleiben. Das bin ich. Glücklich. Bevor meine Mutter sich neu verliebte. Und mein Leben vorbei war. Und jetzt lebe ich in einer Großfamilie. Und darauf hätte ich echt verzichten können. Hau rein, Desperate Housewife. Ist das vegetarisch? Du hast doch gesagt, von glücklichen Hühnern ist okay. Hier, hey. Ich esse nicht, ich mache Ramadan. Und was sagt dein Vater dazu? Ist abgesprochen. Hey Kathi, du bist live dabei. Mein erster Schultag auf der neuen Schule und ich suche mir jetzt Freunde. Oh mein Gott, das klingt so armselig. Mann, Cem, hier sind nur Ausländer. Ein paar sind Deutsche. Aber die meisten gehen ins Solarium, damit sie nicht auffallen. Hey, Costa, ich geh rein. Das werden alles meine Freunde. Von wegen, ich habe soziale Schwierigkeiten. Och nee, nen Snob. Okay, Tussi-Alarm, bevor ich die großen Pausen bei Douglas verbringe. Prolet. Nerd. Assist. Ups, Pumps und Pelzkragen. Tja, Arzttochter. Sind denn hier nur Freaks? Fehlt nur noch die traurige Musik. Dann ist mein Untergang perfekt. Morgen. Erstmal Merkblatt vom Direktor. Ab heute sind neben Gaspistolen und Klappmessern auch Nagelfeilen und Schraubenschlüssel im gesamten Schulgebäude verboten. So, ich frag dann erstmal, wer ist anwesend? Costa? Von null auf Außenseiter in 20 Sekunden. Ich bin der Porsche unter den Underdogs. Amanda? Ey Mann, das war der Glücksfüller meines Vaters!
Entschuldigung. Er ist aus den Rippenknochen von Gandhi, du Idiot. Nicht heulen. Das ist nur das letzte Geschenk, das dein Vater dir gemacht hat, bevor er für immer verschwunden ist. Entschuldige. Wer bist du denn? Ich bin Lena. Die Neue. Ich habe gar kein Memo gekriegt. Also, laut meiner Klassenliste existierst du gar nicht. Ja gut, dann gehe ich vielleicht einfach wieder. Ist sowieso scheiße hier. Du bist scheiße und ihr alle seid auch scheiße und du bist eh ein Arschloch. Und was hast du da gefühlt? Ich weiß nicht. Am Anfang hatte ich dieses Stechen im Magen, weil sie mich so eingeschrien hat. Aber irgendwie war sie auch süß und vielleicht ist sie gar nicht so bescheuert. Aber vielleicht hasst sie mich auch. Meinen Sie, sie hasst mich? Axel, ich habe eine Tochter, die ist genauso alt wie du. Und ich kann dir versichern, Mädchen in dem Alter haben es nicht einfach. Ach, ihre Tochter ist doch bestimmt glücklich. So wie ich früher. Ihre beste Freundin ist nach Amerika gezogen und seitdem fühlt sie sich furchtbar. Wieso? Weil niemand mehr da ist, mit dem sie Bestseller korrigieren kann. Und sie haben immer zusammen Schokomuffins gebacken. Schreckliche Lieder komponiert. Auf der Gitarre. Du hast mich schon wieder ausgetrickst. Ich höre sie halt so gerne von ihrem Leben erzählen, in dem alles stimmt. Wie lange kennen wir uns jetzt? 98 Therapiestunden. Nächste Woche haben wir Jubiläum. Wie oft habe ich dir gesagt, mein Privatleben ist tabu? 98 Mal. Also, im Übrigen stimmt bei mir auch nicht immer alles. Wollen Sie darüber reden? Lena? Gleich kriege ich wieder eine Gehirninfusion. Sei nicht so pessimistisch, Gürkchen. Wenn du mit einem Lächeln durch die Welt gehst, lächelt die Welt auch zurück. Lena, kann ich reinkommen oder masturbierst du? Super. Gleich sagt sie wieder, ich bin emotional gestört. Nein, Ich setze mir gerade eine Spritze Heroin. Guten Tag, heute ist Mittwoch, der... Hi, Annika, hier ist die Lena. Wir wollten uns später noch bei Sabine treffen. Ja, lernen und DVD gucken. Ja, und später wollte noch der Malte, der Tobi und der Carsten vorbeischauen. Beim nächsten Ton ist es 14 Uhr. Ja, sicher will der was von dir. Ach, Annika, könntest du vielleicht noch der Sabine, der Christina und, ach, wie ist sie noch gleich? Ja, der Ola Bescheid geben? Ja, super. Dann sehen wir uns später. Ja, dann bis später. Okay, bis dann, Imanski. Gerade noch mit einer Freundin telefoniert. Du hast Freunde gefunden am ersten Schultag. Wie sie das schon wieder gesagt hat. Ja, ich bin halt ziemlich beliebt. War noch was? Wir entwickeln uns, Schatz. Das ist toll. Das ist ganz, ganz toll. Ach, Mama, und frag mich bitte nicht mehr, ob ich masturbiere. Und eine Lehrkraft dabei, die irgendwie unausgeglichen wirkt? Nein, und bitte versucht die sich ja mal nicht mehr im Klassenlehrer einzureden, dass er schizophren ist. Ja, nur, ich war arbeiten und jetzt koche ich noch was. Achso, du isst ja nichts mehr. Wieso isst du nichts mehr? Bist du magersüchtig? Nimmst du Drogen? Nein, sie macht doch dieses Ramadings, die Fastenzeit. Suna macht auch Ramadan. Suna wiegt auch 200 Kilo. Du kannst mir nicht verbieten, die Feste meiner Religion zu leben. Und außerdem esse ich doch was, wenn die Sonne untergeht. Ach, ich dachte, das ist abgesprochen. Ach, nichts ist abgesprochen. Von mir aus kannst du dir den Sex und das Rauchen sparen. Das ist auch Ramadan. Sex? Du hattest Sex? Mit wem oder was? Baba, ich rauche nicht und ich werde auch niemals Sex haben. Oh, sag das nicht, Kleines. Du kippst mir um, wenn du nichts isst. Ramadan, gestrichen. Das ist ein Befehl. Von einem Deutschen lasse ich mir gar nichts befehlen. Komm ich deutsch rüber? Mama, das ist ja noch ganz gefroren in der Mitte. Das muss so sein. Aber auf der Packung war ein Bild und da hat das Essen noch gedampft. Ach, das sind doch nur Serviervorschläge. Lena, willst du nachher eine Tüte Chips mitnehmen? Ich dachte, du kaufst keine amerikanischen Produkte. Du gehst doch zu Annika. Ich dachte, ihr wollt vielleicht was knabbern. Ja, klar, richtig. Aber Annikas Eltern sind reich. Du, da muss ich nichts mitnehmen. Die haben genug. Was? Sag mal, das sieht ja so aus, als ob du dich bei anderen durchfüttern lässt. Mädchen, müssen wir uns vor anderen Eltern profilieren? Nein. Wann kommst du wieder?
Morgens Schule, ich würde sagen, höchstens bis Mitternacht. Wird doch immer erst lustig, wenn es dunkel ist und man Flaschendrehen spielt. Ich weiß noch, als ich 16 war und mit meinen Freundinnen Flaschendrehen habe. Oh nee, gleich kommt wieder die Ulrike-Story. Die Ulrike, die konnte küssen. Damals dachte ich ja, ich werde lesbisch. Warum eigentlich nicht? Schade, sonst hätte ich jetzt ein tierisch entspanntes Leben als Eizelle. Bis dann, Imanski. Ich habe keinen Kontakt mehr zu Ulrike. Meti? So, Öztürk gegen Öztürk. Zweite Runde. Als ich so alt war wie du, habe ich meinem Vater geschworen, Allah und der Türkei immer treu zu sein. Du hast ja toll eingehalten. Als sein Großvater anfing, mein Schulgeld zu versaufen und meine Mutter mit jugoslawischen Prostituierten zu betrügen, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich ihm irgendwas schuldig bin. Sinn dieser Geschichte ist welche nicht eintretende Einsicht meinerseits? Ich bin ganz unten, Kathi. Andere verheimlichen ihre Freunde. Und ich verheimliche, dass ich keine habe. 18 Uhr. Was soll ich denn jetzt bis Mitternacht machen? Jarmusch, ich bin nach Deutschland gegangen, weil ich mit einigen von unseren Traditionen nicht einverstanden war. Es gibt viele Dinge, die nicht richtig sind. Aber weil es im Koran steht, wagt niemand daran zu rütteln. Und jetzt hungerst du für diese Religion? Diese Religion ist die Religion meiner Mutter, deiner Frau, aus deinem Vaterland. Wir haben ein neues Leben, Jarmusch. Was ist daran so schlimm? Was war so schlimm an unserem alten Leben? Alles ist anders. Du hast Doris, Cem hat seine Freunde und ich habe nichts außer Mamas Religion. Dann mach halt. Mach, wie du denkst. Hm? Machst du mit? Also, es ist echt nicht so, dass ich keine Freunde finden könnte. Willst du noch einen Schluck, Matze? Naja, und dann war ich halt so doof und hab meiner Mutter erzählt, dass ich Freunde habe. Und jetzt hat meine Mutter mich halt losgeschickt und jetzt sitze ich hier mit euch. Ich meine, es ist toll, es ist wirklich toll mit euch. Üff, König Halle, Batmade. Nein, sie hat noch nichts gegessen. Es ist ja auch noch nicht dunkel, Mädchen. Ja, tschüss, bis nachher. Weil ich Sportler bin, ich brauche Essen für meine Muskeln, damit ich dich verhauen kann. Ey Doris, wie wir das schon gekriegt, Lena? Würde ich mal drüber nachdenken. Ja, ich meine, wenn man sieht, dass sie bettelt, dann sind wir irgendwann noch voll so die Bettler-Family. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius, Aquarius. Guten Abend. Ich habe mir Annika nicht so maskulin und vor allem jünger vorgestellt. Ja, ich finde keine Frauen und hänge mit Pennern ab. Können wir jetzt gehen? Ey, wie Penner? Ich bin kein Penner. Ey, ich habe nur ein vorübergehendes Cashflow-Problem, okay? In der Schule sind alle blöd oder doof oder arrogant. Ich habe schon viele Kinder pubertieren sehen, Görkchen, aber du bist wirklich eine hormonelle Supernova. Tue ich dir jetzt leid oder was? Komm, Lena. Wenn du die Welt anlächelst, lächelt sie zurück. Nee, schon klar, ich verstehe schon. Aber ich sag dir jetzt mal was, ja? Ich wollte auf dieser neuen, bescheuerten Schule überhaupt keine Freunde finden. Ich bin nämlich Einzelgängerin. 1000 berühmte Menschen waren Einzelgänger. Goethe, Schiller, Miss Marple und Tom und Jerry waren beides Einzelgäner, ja? Und jetzt geh bitte. Alleine fühle ich mich nämlich am wohlsten. Ich habe mein neues Lebenskonzept jetzt praktisch umgesetzt. Einzelgänger sind gerne mal für sich. Es gibt nichts, worüber ich mich mit dir unterhalten könnte. Sie ist so... Oh, Entschuldigung, absolute Ausnahme. Ah, ja? Gut, dann weiß ich Bescheid. Danke. Mein Privatleben ist tabu. Und jetzt reiß dich zusammen, sonst überweise ich dich an die Jugendamtstherapeutin. Bei der gibt's garantiert keine Kekse.
mal seine Ruhe haben. Hi. Ich bin's, Axel. Ich sitz neben dir. Du hast meine Füller kaputt gemacht. Mein Gott, was willst du? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Und woher hast du meine Adresse? Mann, ich hatte wen am Telefon. Ich wollte mich entschuldigen. Ich dachte, ich guck einfach mal. Das Telefon ist auf Station. Es sei denn, ihr habt ISDN, aber ihr habt kein ISDN, denn das da ist doch kein ISDN-taugliches Telefon, hm? So ein Stasi-Spitzel oder was? Nee, mein Opa war einer. Darf ich reinkommen? Ungern. Mann, du bist komisch. Ich weiß. Ich bin Einzelgängerin. Wir kommen oft komisch rüber. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich liebe Geschenke. Ich hasse Geschenke. Okay, Ausnahme. Naja, er schreibt zwar nicht mehr, aber ich dachte, ich weiß, wie das ist, wenn man was von seinem Vater hat und... Naja, du musst ihn ja nicht nehmen. Ich wollte es nur wieder gut machen. Wo ist dein Vater? Und sie haben immer zusammen Schokomuffins gebacken. Schokomuffins? Danke. Mein Vater ist Ethnologe im Amazonas bei irgendeinem Stamm, dessen Namen ich noch nicht mehr aussprechen kann. Wenn sie ihn nicht bereits gekocht und gebraten haben. Wo ist deiner? Viel unterwegs. Wie lange wohnt ihr hier schon? Hm? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Vermutlich stehe ich immer noch unter Schock. Was machst du eigentlich mit den ganzen Taschen? Weil niemand mehr da ist, mit dem sie Bestseller korrigieren kann. Ich war gerade in der Bibliothek. Hab mir ein paar Bücher ausgeliehen. Schreib mir immer auf, was mir nicht so gefallen hat und was ich anders geschrieben hätte. Naja, und dann schicke ich das den Autoren. Dear John Grisham, I really didn't like your book, The Firm. The story is quite... Was heißt nochmal beschissen auf Englisch? Quite beschitty. Das mache ich auch immer. Ja? Du musst gehen. Hm? Ja, du musst gehen, los. Ich bin zu Hause. Habt ihr die Bücher über Eremiten ausgeliehen? Na, hast du Besuch? Besuch? Ich? Hey, ich will keine Freunde. Ich durchschau dich. Ich glaube, das denkst du nur. Aber hey, ich hab dich trotzdem lieb. Okay. Was sagt dir das hier? Lieder komponieren. Das gibt's einfach nicht! Reiß dich zusammen. Soll er merken, dass du keine Freunde hast? Kathi, das sind seit langem meine besten Tage in Anatolien. Axel ist ein Musikgenie. Er schafft 14 Muffins. 14! Ich hab da noch eine Überraschung für uns. Guck mal. Die hier müssen alle noch redigiert werden. Hier, probier das mal. Ich will nicht emotional klingen, aber Axel und ich werden vermutlich Freunde werden. Lena? Oh Gott. Ja, ich mach so Biere. Ich hab rausgekriegt, wie man die linke obere Herdplatte anstellt und dir einen schönen heißen Kakao gemacht. Ja, super. Danke. Bist du zum Orgasmus gekommen? Mama. Selbstbefriedigung ist kein Ersatz für zwischenmenschliche Kommunikation, Görkchen. Da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Bitte geh. Thank you.
sehen wir uns ja morgen in der Schule. Ja. Bis morgen. Wie das klingt. So richtig wie in der Clique. Ich hab einen Kumpel. Ich bin doch nicht asozial. Was hast du bei meiner Tochter zu suchen? Du hast mich hintergangen, du hast mich ausgefragt, du hast persönliche Informationen missbraucht. Tut mir leid, Frau Dr. Schneider, bitte. Aber sie war auf einmal so nett zu mir. Nett zu dir? Ja. Über einen längeren Zeitraum? Ja, ich glaube, sie ist emotional stabiler geworden. Aber wenn Sie wollen, dann komme ich nicht wieder. Lena darf das nie erfahren. Sie wird mich umbringen und dich auch, verstehst du mich? Du kennst mich nicht. Die sind noch verrückter als ich. Eline Salik, Jammer. Lass dir schmecken. Sie ist jede Nacht allein in der Küche. Muss ich ein schlechtes Gewissen haben? Man kann nicht sagen, dass du gegen ihre kulturelle Isolation vorgehst. Das ist eigentlich die Stelle, an der die Frau den Mann tröstet, damit er kein schlechtes Gefühl hat. Ach, Hasi, das, wovon du redest, das passiert doch nur im Fernsehen. Ich habe heute alles richtig gemacht. Ich war gut. Nein, danke. Ich mache Ramadan. Bis heute Abend. Wir essen dann zusammen, wenn es dunkel ist. Jetzt sag nicht, wieso koche ich eigentlich? Das zieht mich, Hasi 2. Du bist ein guter Mensch und noch besserer Vater. Genau das wollte ich hören. Lena, gehst du mal eben ran? So, jetzt muss ich aber wirklich los. Gleich in der Spree. Vorzimmer, Dr. Schneider, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja. Ja. Ja, kleinen Moment bitte. Axel Mendel will wissen, ob er seinen Termin auf 16. Axel? Bist du das? Du bist Axel Mendel. Axel ist ein Patient von dir. Also, ich dachte, wir wären sowas wie Seelenverwandte. Hey, du hast mich mit ihm verkuppelt. Du hast ihn auf mich angesetzt! Ja, nein, das ist ein Missverständnis. Boah, ich rede nie wieder mit dir! Ich hasse mein Leben, Jamur. Ich hasse mein Leben. Ich werde depressiv werden, Stimmen hören, Alkoholikerin werden, eine Therapie brauchen, rückfällig werden und mich dann schließlich umbringen. Weißt du, Lena, manchmal sind die Momente, in denen wir nicht weiter wissen, genau die Momente im Leben, in denen wir zum Islam konvertieren sollten. Hab dich lieb. Ich hab dich lieber. Mann, ey, ich lebe mitten in so einem Groschenroman. Wieso ist man eigentlich in Therapie? Darüber kann ich mit dir nicht reden. Sich entschuldigen ist die Hölle. Das ist so demütigend. Hast du gar keinen Hunger? Nein, ich kann das abschalten. Ja, ich nehme die Entschuldigung ein. Geht doch.